Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Phase 5 nennt man im Unterricht den Abschnitt, der sich mit der Festigung des Wissens beschäftigt. Heute nun also Phase 5 der Auseinandersetzung des Landtages mit den Schulen in freier Trägerschaft und Phase 5, wie wir sie unterstützen können und wie es eben nicht funktioniert. Ein Normenkontrollantrag unsererseits nützt den Privatschulen in der derzeitigen Situation nur sehr wenig. Dafür, dass es nicht die optimale Lösung ist, möchte ich Ihnen 5 Gründe nennen. Erstens sind die Schulen des Verbandes der Privatschulen in Mecklenburg-Vorpommern mit Eifer dabei, einen Normkontrollantrag beim Oberverwaltungsgericht einzureichen sowie ein Rechtsgutachten erstellen zu lassen. Zweitens ist das Parlament meiner Meinung nach in diesem Fall nicht geeignet, eine rechtliche Prüfung einzuleiten. Und das hat nichts damit zu tun, Kollegin Berger, dass wir nicht kontrollieren und dass wir nicht darauf achten, ob Recht und Gesetz eingehalten wird. Das machen wir sehr wohl. Bloß eines müssen Sie akzeptieren. Vom vielen Wiegen wird das Schwein nicht fetter. Und deswegen müssen wir uns auf Sachliches konzentrieren, auf den Inhalt konzentrieren und müssen hier eine rechtlich sichere Verordnung ins Leben rufen, die tatsächlich den Schulen in freier Trägerschaft nützt. Ich gehe, zumal ich davon ausgehe, dass aufgrund der Mehrheitsverhältnisse die Koalitionsfraktionen nicht einem Antrag zustimmen werden, das haben wir ja auch schon gehört, der sie auffordert, ihre eigene und für sie weiterhin als verfassungsmäßig gerechtfertigte Privatschulverordnung gerichtlich überprüfen zu lassen. Das, sehr geehrte Kollegin Berger, werden weder SPD noch CDU tun, sind Sie doch momentan noch davon überzeugt, dass Sie sich auf der rechtlich sicheren Seite befinden. Drittens wird eben anders, als Sie ausgeführt haben, jede Menge Zeit ins Land gegangen sein, bevor sich das Landesverfassungsgericht mit diesem Normenkontrollantrag beschäftigen wird. Wir müssen mit einem Zeitraum von 1 bis 2 Jahren rechnen. Und das ist für jede Schule eine unerträgliche Ewigkeit, in der es sogar dazu kommen kann, dass einige Schulträger aufgrund der Verfahrensdauer Insolvenz anmelden müssen. Damit haben wir keine zeitnahe Prüfung erreicht, wie Sie es in der Begründung Ihres Antrages ausführen. Wenn dann das Gericht entschieden haben sollte, dass die Privatschulverordnung nicht mit der Landesverfassung vereinbar ist, wissen wir lediglich, dass auch diese Verordnung wieder keinen Bestand haben wird und somit haben wir viertens noch immer kein praktikables Ergebnis. Denn das Gericht wird für den Fall, dass die erhoffte Entscheidung erreicht wird, allenfalls, und auch das ist noch nicht sicher, Maßgaben oder Eckpunkte für einen Übergangszeitraum vorgeben. Eine dauerhaft tragende Lösung wäre dann also noch nicht erreicht. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass die betroffenen Schulträger selbst gegen die momentan geltende Regelung vorgehen, die sie für derart belastend halten. Aber genau dies ist eben nicht Aufgabe von Politik. Denn wir haben die Pflicht, und das ist der Grund Nummer 5, die gegenwärtige Situation durch eine sachgerechte Neuregelung zu beenden, anstatt das Feld den Gerichten zu überlassen. Das, was zu einer Lösung der vielfältig angeführten Sorgen und Probleme beitragen könnte, habe ich bereits in der vergangenen Landtagssitzung dargestellt. Aber auch da wiederhole ich gern, denn wir sind ja in der Phase 5, in der Phase der Festigung. Die Schulen in freier Trägerschaft benötigen unter anderem eine pauschalierte Abrechnung, die auf gesetzlich klar definierten Personalausgaben beruht. Zudem ist eine Anpassung der Fördersätze für berufliche Bildungsgänge an privaten Schulen eine ständige Aufgabe. Denn schließlich stagniert die Gesellschaft nicht und mit ihr entwickeln sich Berufsbilder und auch Bedarfe. Sehr geehrte Damen und Herren, der Antrag von Bündnis 90, die Grünen, hilft den freien Schulen nicht auf dem Weg, realistische Lösungen und umsetzbare Verfahren für die Finanzierung zu erwirken. Aber wenn die schon fast mantraartig wiederholten Bekenntnisse der CDU und SPD zu den Schulen in freier Trägerschaft
wirklich wahr sind, dann lassen Sie uns schnell und realistisch eine neue Verordnung gemeinsam mit den Schulträgern auf den Weg bringen, anstatt den Umweg über das Gericht zu gehen.